Hallo, in dieser Aufgabe geht es um das Zeichnen von Parabeln, die in der Scheitelpunktform gegeben sind. Und das Ganze soll ohne Taschenrechner stattfinden. Die Aufgabe heißt, zeichnen die Parabel p mit y gleich 0,1 mal Klammer auf x minus 3 in Klammern zum Quadrat minus 4 für x von Element bis von minus 4 bis 7 in ein Koordinatensystem ein. Für das Koordinatensystem gilt, eine Längeneinheit ist 1 cm und in der x-Richtung geht es von minus 5 bis 8, in der y-Richtung von minus 5 bis 2. So, gehen wir die wichtigen Sachen schnell durch. Wir haben hier unsere Funktionsgleichung, ja, die Scheitelpunktform, die brauchen wir nachher zum Rechnen. Und die weitere wichtige Angabe ist hier, nämlich wie weit das Koordinaten, die Parabel gezeichnet werden soll. Wenn wir das mal schnell ins Koordinatensystem reinskizzieren, das Koordinatensystem von x gleich minus 4 bis x gleich 7, in dem Bereich soll die Parabel gezeichnet werden. Ja, dann sieht es vielleicht so aus. Drüber hinaus darf man gerne noch ein bisschen weiter zeichnen, aber kürzer darf sie auf keinen Fall sein. Die Größe des Koordinatensystems haben wir noch hier zu finden. Ja, es geht insgesamt nach links bis minus 5, nach rechts bis 8, nach unten geht es bis minus 5 und nach oben bis 2. Das sind die Angaben, die man hier alles rauslesen kann. Und dann fangen wir auch schon an. Wir zeichnen erstmal das Koordinatensystem. Lineal. Dann haben wir 5 nach links, also gehe ich jetzt im Prinzip umgekehrt, 1, 2, 3, 4, 5. Ich setze hier meinen Nullpunkt hin, dann geht es 8 nach rechts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, noch ein bisschen was drauf, 2 nach oben und 5 nach unten. So, noch Einheiten eintragen. Ich benutze nur die ungeraden, die reicht mir aus. Ja, mache hier oben noch ein Y. Ja, der letzte war jetzt zu viel, hier ist minus 5. Und nach unten noch. So, dann brauchen wir jetzt noch die Punkte zum Eintragen, wo wir die Parabel durchzeichnen können. Da bietet es sich an, eine Wertetabelle zu schreiben, eine Wertetabelle zu machen. Hat einfach der Hintergrund, dass wir nachher sauber die Punkte übertragen können und wenn Fehler drin sind, können wir auch die leicht korrigieren. Falls jemand im Kopfrechnen stark genug ist, kann er die Wertetabelle auch überspringen. Das ist jetzt kein Muss, aber wie gesagt, die Zeit darf man sich gerne nehmen und schadet meistens auch nicht. Die Wertetabelle kann man entweder von oben nach unten oder von links nach rechts schreiben, das ist vollkommen egal. Ich mache es jetzt mal von oben nach unten. Na. So. Auf der linken Seite habe ich meine x und auf der rechten Seite die y. Und das ist jetzt meine Tabelle. So, bei x trage ich jetzt im Prinzip alle x ein, die hier in diesem Intervall beschrieben sind, also von minus 4 bis 7. Minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Und bei y kommt jetzt der zugehörige Funktionswert rein. Dann müssen wir jetzt berechnen, beziehungsweise vielleicht gibt es ja welche, die man schon ablesen kann. Das Ding heißt ja Scheitelpunktform, weil man aus dieser Scheitelpunktform den Scheitelpunkt sofort ablesen kann. Der ist bei 3 minus 4, also den können wir sofort eintragen. Über alle anderen wissen wir noch nichts, die müssen wir jetzt tatsächlich berechnen. Ich gehe jetzt mal nach oben weg, also berechne erst für den Funktionswert für x gleich 2. Wie gehe ich davor? Ich schreibe mal hier die Funktionsgleichung nochmal hin. So, und jetzt heißt es, ersetze das x mit dem entsprechenden x-Wert. Also dieses, die 2 setze ich für das x ein. So. Und berechne jetzt, was da rauskommt. 2 minus 3 ist minus 1, minus 1 Quadrat sind 1. 0,1 mal 1 sind 0,1 und minus 4 mal plus 0,1 sind minus 3,9. So, nächster Schritt. Ich mache das gleiche mit der 1. Ja, setze ich wieder ein, oben wegnehmen.
schreibe ich die 1 rein. 1 minus 3 sind minus 2, minus 2 zum Quadrat sind 4. 4 mal 0,1 sind 0,4 und minus 4 plus 0,4 sind minus 3,6. Ja, falsche Farbe. So, nächster Schritt, mache ich das auch mit der 0. Oben einsetzen. Ja, kann man gern zum Beispiel mit Bleistift schreiben, einmal hinschreiben und dann immer die Zahl rausradieren. 0 minus 3 sind minus 3, minus 3 zum Quadrat sind 9, 9 mal 0,1 sind 0,9 und minus 4 plus 0,9 sind minus 3,1. Ja, wieder falsche Farbe. So, und das mache ich jetzt im Prinzip mit allen anderen Zahlen auch durch. Ich lese es jetzt hier von meiner Vorlage ab, um es ein bisschen zu beschleunigen. D sind dann minus 2,4. Quatsch, D. Für minus 1 ist es minus 2,4. Für 0, für minus 2 brauchen wir jetzt, ist es minus 1,5. Für minus 3 haben wir minus 0,4. Und für minus 4 haben wir 0,9. So, für die Zahl nach unten brauchen wir eigentlich gar nicht viel rechnen. Wenn man Folgendes weiß, da wo der Scheitelpunkt liegt, da haben wir eine Symmetrieachse drin. Das heißt, der Wert von 4 ist genau der gleiche wie der Wert von 2. Das ist minus 3,9 also. Hier kommen auch wieder die gleichen Zahlen rein, minus 3,6. Dann haben wir minus 3,1 und für die 7 minus 2,4. Ja, dank der Symmetrieachse. Scheitelpunkt. So, und jetzt müssen wir nur noch die Zahlen eintragen. Minus 4 und 0,9 liegt hier. Ja, so genau wie möglich. Sieht mir dann minus 3 und minus 0,4 liegt hier. Minus 2 minus 1,5 haben wir hier. Minus 1 minus 2,4 ungefähr hier. Dann 0 minus 3,1. 1 minus 3,6. 2 minus 3,9. 3 und minus 4, der Scheitelpunkt, jetzt geht es wieder nach oben. Jetzt kann ich im Prinzip auch den da einfach rüberspiegeln. Oder ich lese die Zahlen weiter ab. Na, jetzt geht mein Pfeil nicht mehr weg, probiere es nachher nochmal. Was haben wir? 6 minus 3,1 und 7 bei minus 2,4. Und jetzt gilt wieder so genau wie möglich verbinden. So. Und fertig ist meine Parabel P.